Ich heiße euch herzlich willkommen zu meiner Strafkolonie-Online-Geschichte. Ihr seht, Helmon ist Bandit. Mal ganz kurz hier auf die Stats geguckt. Mittlerweile 50 Decks, 27 Stärke bleibt, 45 Bogen. Und wir sind Jäger. Wir sind dabei, mit Deron die Seen zu lernen. Und genau zu dem gehen wir jetzt. Ich schalte mich ins TS bei Varos und ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Sound resume. Hallo YouTube. Hallöchen auch. Ja, Stichwort, da war es wieder. Genau, zu... Da war es wieder. Hallo, hallo YouTube. Ach, ich habe wieder das Gefühl, Helmut muss wieder 300 Herz verlieren. Wenn er, wieder Fleisch, wenn er wieder Fleisch jagen will. Ja. Ist ja auch mal wieder da, Slash Brickt. Erstmal den hier. Fürs Hören an sich und dann den fürs Fleisch. Richtig? Richtig, ne? Ja. Die Beutel in die Hand. Zur Seite. Jetzt muss ich gucken, 15 Uhr und habe ich jetzt angefangen. 10 nach. Ich sage einfach mal 10 nach 3. Genau. Ach so. Komm. Energisch. So. Ja. Ja, was kann Helmon jetzt? Krallen kann er, Zähne kann er, im RP kann er Fleisch. Das muss noch gesetzt werden, der Perk, ne? Ja, genau. Das muss noch gesetzt werden. Das heißt, mit anderen Worten. Ist so eine balancing-technische Sache, ich kann es auch irgendwo verstehen, die Jäger, keiner der Jäger in SCs kann hier irgendeinen Lehrling Fleisch beibringen, da musst du dann halt zu Latro persönlich gehen als Admin, der setzt dir das irgendwie in den Handpack. Ist aber an sich keine Problematik, da Helmon zurzeit eh noch nicht alleine in Jagen gehen kann, weil es sonst trophäentechnisch eher einen Boost machen würde und ich ihm halt das Fleisch engine-technisch ziehen und dann bekommt es dann von mir. Ja, ich gebe dann halt eben Deron Erz dafür, wir spielen das so aus, es wird ja auch mal ein Wolf gejagt. Ja, genau. Das ist halt so, Deron macht ja seinen Hauptgewinn dann eigentlich damit, dass er die wichtigen Trophäen behalten darf. Und dann irgendwann verkauft. Genau, die dann halt irgendwann verkauft. Teuer verkauft, weil wegen Jäger-NSC. Und dafür, dass ich das Fleisch behalten darf und eben er die Trophäen sitzt, dann kriegt er halt eben 300 Erz. Genau. Damit Trophäen, ihr das auch versteht. Trophäen außer Zähne und Krallen behält Deron für sich selbst. Und was halt Helmon ausnahmsweise noch behalten darf, ist dann halt zum Beispiel die Scavenger-Sehne, die jetzt gleich selber ziehen wird wieder. Ja gut, die ziehe ich ja, weil Deron mir das beibringt, ne? Ja, eben. Ja, du darfst sie ja dann auch behalten, ist ja nicht so, dass ich die dann für mich einverlange. Das wird emotet dann an jedem Tier und dann zieht Deron genau. Die Engine technisch, weil ich das noch nicht kann. Wenn ich da aber richtig gerechnet habe, heute und morgen noch? Und ja, morgen, das ist richtig. Morgen ist dann sogar der allerletzte. Ja, morgen ist dann nochmal ein besonderer Tag, da wir dann nochmal im Grasländer üben werden, aber das kriegen wir ja. Hurra! Hurra, ein Grasländer! Ja, ich habe auch schon überlegt, wie wir das mit Dingens machen. Also es muss ja irgendwo einen Unterschied geben zwischen Scavenger Wolf und Snapper-Sehne. Mhm. Und der Unterschied liegt dann daran, bei Wolf hast du ganz klar das Fell. Mhm. Das heißt, deine Schnitte müssen präzise sein, dein Wolfsmesser muss definitiv scharf sein. Mhm. Weil du musst das Fell halt mit einem Schnitt durchtrennt haben. Wenn du das nicht hast, das ist ziemlich problematisch. Das rupft dann halt ein bisschen, ne? Ja, genau. Erstens das und zweitens, wenn du nachsetzen musst, ist die Gefahr umso größer, dass du die Sehne triffst und dann ist eh vorbei. Stimmt, ja. Dann kannst du die Sehne dann in eine Tonne kloppen. Und bei Snapper hast du dann noch das zusätzliche Problem, du hast erstens dann nochmal Leder, was du schneiden musst. Bei einem Snapper. Ach Gott. Das heißt, du musst die ledrige Haut mit einem Schnitt gut schneiden können. Und die Sehne ist dann so lang, dass du sie in zwei Schritten aus dem Bein trennen musst. Ho. Ja, das heißt, mit anderen Worten, Ober- und Unterseite werden weiterhin aufgeschnitten. So wie immer. Aber dann musst du sie halt, kannst du sie nicht in einem raustrennen, sondern in zwei Schritten erst. Also okay. Erst den vorderen Teil vorsichtig raus, dann den hinteren Teil vorsichtig raus und dann von der Mitte herausheben aus dem Fleisch. Na, das wären doch schöne Emotes, da freue ich mich jetzt schon drauf. Oh ja, also Snapper wird schon kompliziert.
da frage ich mich teilweise, wie du aus einem Schattenläufer die Sehne anständig trennen willst, so lang wie die eigentlich sein muss. Keine Scavenger da? Keine Scavenger da. Ah, ist ja nicht so, dass wir nicht genügend Alternativen hätten. Ich muss mir unbedingt ein Vermerk machen, dass ich die Folge dann heller stelle. Das ist ja komisch, hier war ja jemand schon fleißig unterwegs. Das sieht so aus, ja. Ja, ich war vorhin mit Jace tatsächlich nur vorhin Dingens jagen. Snapper Pass für die Zähne. Dann hat sie, oh Gott, dann kann sie froh sein, dass Deron so glimpflich reagiert hat. Sie hatte halt, sie sollte sich halt schon mal erkundigen, weißt du, wie kümmere ich mich denn um die Zähne, wie stelle ich das einigermaßen an. Da wollte sie mir halt die Zähne ohne Zange heraustrennen. Also halt nur mit Hilfe eines Messers raushebeln. Ja gut, das habe ich auch schon mal gemacht, ne? Aber da habe ich sie ja dann mit den Händen richtig gezogen. Eben. Das also ist, da habe ich sie so locker gemacht, dass sie dann einfach mit den Händen ziehen konnte. Da brauchte ich die Zähne. Normalerweise soll man das nicht machen, weil eigentlich würde dir bei solcher Sache jedes Mal der Zahn splittern. Zumindest die Zahnwurzel. Ja, genau. Und deswegen setzt du mit der Zange an, weil du dann mit einem Ruck den gesamten Zahn rausziehst und eben nicht nur an einer Stelle Kraft ausübst. Ja, da musste ich sie dann zweimal tatsächlich darauf hinweisen, dass sie das bitte mit der Zange machen soll. Das ist ja die Sache, ja, Scavenger. Vor allem, Helmer, das weiß ich gar nicht mehr. Hier oben auf dem Plateau waren damals immer junge Grasland-Scavenger. Und das auch unten am Jägerlager. Das hat schon mal irgendjemand erzählt. Ja, schade eigentlich, ne? Es müsste noch viel mehr Tiere geben in der Kolonie. Ja, ich find's eigentlich so, wie es jetzt ist, ganz in Ordnung. Also ich sag mal so, wenn hier oben, was weiß ich, noch zwei Wölfe oder Scavenger stehen, ich glaube, das wäre nicht schlimm. Das ist ja die Sache, das rührt ja von dem Event, was Yadoka damals gemacht hat. Wo halt wirklich, oh Gott, ey, die Tiere explizit einfach umgebracht wurden. Und wo sie ja dann auch angefangen haben, die Schattenläufer zu jagen, weil es die ersten Typen solo konnten mit ihren Stats. Solo und Schattenläufer, Alter. Ja, Solo und Schattenläufer, da denkst du dir dann auch dein Teil. Hurra, ey. Ja, schauen wir mal am besten. Hier unten. Wenn wir schon die Scavenger nicht finden, dann nehmen wir unsere lagereigenen Moderatoren natürlich mit. Ja, dann gehen wir dann nachher hier wieder hoch. Genau. Da sind ja auch noch zwei eigentlich. Sollten eigentlich noch zwei sein. Mal gucken, ob die hier noch drinnen sind. Ansonsten. Und? Schau mal. Ich sehe nix. Auch nicht. Also. Also ich weiß, dass Taran vorhin nicht online war. Nee, der ist ja nicht da, der ist ja bis Freitag weg. Eben, der ist unterwegs. Das ist komisch. Du warst es nicht? Nee, ich war es nicht, weil ich war heute mit dir auch noch kein bisschen Fleisch jagen. Freund Jäger ist nicht da. Höchstens immer noch aus einem alten Lager, den ich vielleicht nicht registriert habe, während ich jagen war, aber von denen können ja auch nur ganz wenige Fleisch, wenn man so darüber nachdenkt. Also, gerade ist keiner da, der Fleisch kann. Ist auch nix? Ziemlich mau. Hm. Tja, dann werden wir wohl ins Dingens, in Ostwald ausweichen müssen. Passiert. Warte mal, ich guck mal, ob die Snapper hier stehen. Ja gut, okay, die Snapper würden wir jetzt aber eigentlich. Nee, ich will nur sehen, ich will nur sehen, ob sie da sind. Ich will sie nicht jagen, nur gucken, ob die da stehen, weil. So, also der Varan liegt dort und schläft. Das ist auch schon mal ein Indiz dafür, dass Tara nicht gewesen sein kann, weil der hätte normalerweise, wenn er heute jagt, dann geht er eigentlich immer an die Stelle als erstes. Deswegen ja, aber einen Snapper habe ich jetzt auch nicht gesehen. Zwar nur der Varan dort. Wobei eine Varanhaut für ihn auch noch lukrativ wäre ohne Ende. Ich habe aber eben einen neuen Snapper heute bestellt.
Problem ist. Ich muss mich mal irgendwie darum kümmern, dass ich hier weiteres Material für die Rüstung rankriege noch die Tage. Hier Gottesschneiden und sowas, weißt du? Problem ist, dass ich dazu ins Alte müsste, um das zu kriegen, was ich dann aus den Snapbeuten brauche. Gehärtetes Leder halt, ne? Für die Bögen. Du könntest. Weil Gunnar kann also es noch nicht. Eine Alternative, die mir einfallen würde, wäre Razor jagen. Na. Und aus Razor direkt gehärtetes Leder gewinnen. Das geht. Ohne Probleme. Hier ist auch nichts. Es ist ja. Vor allem dann wirklich nur explizit die Tiere, die Fleisch geben. Das heißt, es muss irgendeiner gewesen sein, der noch nicht so viel kann. Im Endeffekt. Es ist ja wirklich alles leer. Das wäre schon fast wieder erschreckend, weißt du? Das grenzt an Wilderei. Ja, nicht Wilderei, wenn er das Zeug ziehen kann. Aber. Richtig. Das ist schon wieder ein massiger Gebrauch der Ressourcen, die da sind. Und da sollte man immer vorsichtig mit sein. Also wenn da vorne jetzt Mollerets drin sind, lassen wir die auch stehen, weil sonst sind die schon wieder maßlos überjagt und das muss auch nicht sein. Rübenwald gucken, ob die da sind. Da sind ja auch noch ein paar Scavenger unterwegs. Ja. Ansonsten haben wir immer noch den Steinkreis. Der Steinkreis, na Steinkreis muss man immer vorsichtig sein. Das, da würde ich auch mal längere Tage dann warten, wenn man da jagen war, bevor man sich da wieder hintraut. Hier ist nichts. Weil, die Orkmeister selber sind ja domestizierte Tiere von den Orks zum Beispiel. Das heißt, wenn du die zu oft jagst, dann denken sich die Orks auch irgendwann, okay, wer jagt jetzt das Zeug? Hier ist Warum tun die das? Warum nehmen die uns das Essen weg? Die Arschlöcher. Ah, die bösen Morras. Morra. Naja. Ja, hier ist auch nichts mehr. Es ist ja was, ey. Das läuft ja richtig. Ja, nicht da. Also wirklich überhaupt nichts. Hauptsache erstmal aufnehmen. Ja, eben. Aufnehmen, wenn nichts, aber auch rein gar nichts da ist. Ja, aber das ist auch Alltag des Jägers. Eben. Es ist nicht immer alles im Überfluss da. Eben, deswegen will ich auch einen Speer haben, der immer die. Also will ich eigentlich. Im RP einen Speer anheuern, der das immer so alles im Blick hat, tatsächlich. Das wäre dann auch nur reine RP-Arbeit. Jo. Der mir halt sagt, okay, dort haben sich die Tiere einigermaßen erholt, dort sollte man vielleicht nicht mehr jagen gehen, weil die Tiere überjagt werden. Ist auch eine wichtige Arbeit, soll man gar nicht unterschätzen. Da kommt auch gutes RP bei rum, bei sowas. Das ist wohl richtig. So, 600.000. Schlafen die noch oder wachen die erst um 6 auf? Das kann ich dir tatsächlich nicht sagen, wie das genau ist. Aber. Hier ist auch nichts. Meine Frage. Das der einzige, was ich da hinten sehe am Horizonte, sind die Mollerets, aber die lasse ich mal lieber stehen, ey. Da hinten ist ein Wolf. Ne, die sind schon wach. Ein Wolf. Also. Also das Gute, dadurch, dass hier im Ostwald der Schattenläufer rumrennt, ist das ja alles ziemlich geschützt. Zwei Wölfe. Weil du musst die Tiere normalerweise immer so schießen, dass du nicht zwingend im Patrouillenweg des Schattenläufers liegst. Ist halt schlecht beim Ausnehmen, weißt du, wenn sich dann so ein Vieh auf einmal von hinten anknurrt. Aber ich will mal sagen, die Scavenger sind auch tot hier. Ah ja, sieh an. Ey, du hast recht. Witzigerweise wieder die Tiere, die Fleisch geben, weißt du? Da macht nur so seine Anni. Oh, ein Ast. Wie sagst du immer wieder, an dir ist ein Bogner vorbeigegangen, so wie der Essen, wie du mitnimmst. Oh, hier ist noch ein Ast, guck mal. Es wäre auch witzig geworden, stell mal vor, es wäre umgekehrt. Swiss Peter hätte hier Sehne gemacht und du hättest Bogner gemacht. Ja, nur die Tiere, die Fleisch geben. Die Grasland haben sie natürlich stehen lassen, das ist. Ja, ja, weil das auch zwei sind. Verstehst du? Das ist etwas gefährlich. Eben. Ich habe eine gute Alternative, was wir machen können. Was? Aha. Naja, komm mal mit. Da wird sich zwar Deron, wenn es jemand mitkriegt, Ärger einhandeln, aber. Ja, das wollen wir auch nicht, ne?
Ja. Ach, du willst hier unten die Scavenger jagen? Ja, und halt hier. Wie heißen sie denn? Die Sumpfratten. Das ist wirklich mit Ärger verbunden, ne? Ja, mal ganz ehrlich, sie sind außerhalb des Lagers. Und da soll sich ja wohl mal keiner beschweren. Und da es hier weit und breit keiner mitkriegt. Mein Gott. Ich meine, ich habe selber schon gesehen, wie der Sumpf mit Sumpfratten vollsteht. Das heißt, von Aussterben kann da zum Beispiel überhaupt nicht die Rede sein. Also, wir sind noch auf YouTube, ne? Ja, das ist meine persönliche Meinung. Ich habe Links. Ja, wenn ihr so einen Templer meint, das ist anders, dann will ich natürlich... werde ich ihnen da nicht widersprechen, aber... naja. Das hat ja hier sowieso gerade niemand mitgekriegt, wenn wir jetzt hier jagen sind. Im Erwin zumindest nicht, ne? Wenn Deron nun mal keine anderen Tiere findet, was soll man machen? So, dann machen wir uns mal ans Werk. Ja, ich mach mir schon mal... du emotest von beiden Scavengern? Oder nur von einem? Ah, von beiden, okay, dann... gut. Weiß ich Bescheid, dann mach ich hier schon mal... ziehe dir schon mal das ganze Zeug. Ja. Schneidet vorsichtig mit der Spitze die Haut des Tieres auf. Ja. Und der Theron kennt ja auch einige Jagdgebiete vom Sumpf. Zumindest die vor dem Lager. Ach, hier unten sind die Sumpfratten. Die habe ich zum Beispiel noch nie gesehen, außer die ausgespielte von Harok. Ja. Zieht den Schnitt. Ja. Das Problem bei den Sumpfratten ist tatsächlich die Tatsache, dass an ihnen die letzten Monsteranpassungen einfach mal vehement vorbeigegangen sind. Wieso? Ja, die sind ziemlich schwach im Vergleich zu anderen Tieren, obwohl sie eigentlich stärker sein sollten. Ah, okay. Ja, na gut, okay, dafür hat der Sumpf auch Sumpfgasdrohnen. Die sind nervig. Sumpfgasdrohnen? Ja. Das, das große Ärgernis als Nahkämpfer gegen eine Sumpfgasdrohne ist die Tatsache, dass wenn sie stirbt, sie eine Giftpfütze hinterlässt, die magischen Schaden macht. Aha! Weißt du, richtig scheiße! Weißt du, wie das durch deine Rüstung geht? Ja. Also, erste Sehne ist schon mal engine-mäßig gerissen. Das tut mir leid. So, das kann ich schon. Das heißt, mit anderen Worten, wenn du gegen eine Sumpfgasdrohne kämpfst, du brauchst von ihr keinmal getroffen worden sein, aber wenn sie stirbt, kann sie dir trotzdem die Hälfte des Lebens fehlen. Na. Ja. Halt schon ziemlich übel als Nahkämpfer. Das war jetzt falsch, was ich geschrieben habe. Bis zum Oberschenkel. Messer und trinkt die Sehne dort durch. Liegt Daumen. So, also Daumen. bis 16.15 Uhr habe ich noch Zeit. So lange können wir noch gerne draußen unterwegs sein. Na, ja, das läuft doch. Ja, na klar. Da kriegen wir 1A Content für YouTube. Ja. Zusammen. No, also wenigstens noch eine Folge, ja. Ja, natürlich. Ja. So. Bis zur Pfote. Ach ja, bevor sich jemand die Frage stellen sollte, warum Helmon bei den Sehnen so viele Emotes macht und bei Fleisch verhältnismäßig wenig, ist der Tatsache geschuldet, wenn man die Teachers noch nicht hat, oder ist besser gesagt engine-mäßig noch nicht kann, dann macht man ja die Emotes deshalb ausführlich, weil man das ja erst lernen muss in dem Moment. Aber sobald du das halt ausgelernt hast und da so eine gewisse Routine reingekommen ist und du das auch engine-mäßig dann kannst, dann sage ich dann zum Beispiel als Auszubildender, okay, du kannst jetzt die Emotes kürzer machen, weil du kannst es ja jetzt. Du machst es einfach nur die wesentlichen Schritte, zeigst du mir nochmal am RP und dann ist das genug. Ab und trennt die Keule in
Schmied. Pferd. Genauso. Und erhebt sich im Anschluss. Warte mal. Ach, du möchtest es mir verzeihen, aber ich habe gerade. Ich habe ja von den Scavengers alles genommen. Das heißt, ich mach mal kurz einen Relog. Mit 4 Millionen Bytes spielt es sich nicht so angenehm. Oh ja, das ist richtig. Den Emote hast du noch gelesen? Ja, na klar. Das habe ich also. Wie gesagt, in den Logs steht es sowieso. Ach ja, stimmt. Wenn das irgendjemand negieren sollte, dass wir das RP dazu gemacht haben. Das... Aber da achte ich ja schon drauf, dass du da deine Emotes kurz setzt. Musst du nur auf gutes Würfelglück von Deron hoffen. Mit der Spitze auf. So, die sehen ja noch immer das Fleisch. Seite geschoben hat und. Ja. Ah, du stehst jetzt beim anderen. Kugel auch hier die Beine aus und trennt sie in je zwei Hälften. So. Also die eine habe ich dir gegeben. Achso, du hast sie mir schon gegeben. Ja, die eine habe ich dir kurz bevor du gereloggt hast. Kann dir das noch mal vorlesen? Ja, ist ja kein Ding. Erreicht die Sinne Deron und geht zu dem anderen Tier. So, schauen wir uns mal die Sehne an. Einmal Trommelwirbel bitte. Oh. Na gut, jetzt gibt's erstmal eine passiert. Ich müsste vielleicht mal /save me. Jetzt gibt's auf die Fresse von Deron. Ach, zum Nähen reicht's von Wunden. Das hört sich auch an. Ja, Meister! Sumpfratten. Oh. Ja. Wie sagt Alligator Jack, sie sehen zwar hässlich aus, aber sie schmecken umso besser. Ist das der Varan, der hinter mir beißt? Ja. Ja. Sind das nur die zwei oder was? Nee, in der Höhle müssten noch eigentlich zwei sein, meines Wissens. Ich hab links. Gut, ich hab rechts. Ja, na dann, Feuer frei. Oh! What the fuck? Oh, das. Ah. Das tut mir furchtbar leid. Macht nix. Das war nur. Ein Schuss? Auf ich hatte gerade eben noch eine Reisschale gegessen, jetzt habe ich von 170 88 HP. Das war halt. Oh, ey, wieso kommt denn aus der Höhle auch eine Blutfliege geflogen? Was soll denn sowas? Da hat er halt in meinem Fokus rumgesponnen, da tut mir leid. Macht nix. Das. Slash save me. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Schüsse ich für das Tier gebraucht hätte. Warte mal, ich probier's mal. Vielleicht hat ja Latro schon. Nein, hat er nicht. Schade. Also, die übliche Emote-Arbeit. Naja, passiert. Ah. Ich nehme das mal an, dass ich nehme das jetzt mal als Mollerit. Sumpfratte ist Mollerit. Ja. Das kannst du gleich setzen. Mal hier. Nur die Sumpfratte ist halt angepasst an den Sumpf. Das heißt, die Farbe ist anders, die Haut ist etwas dicker.
da müsste man jetzt vom Fleisch nebenher nicht so drauf eingehen, dann vielleicht eher beim Zubereiten des, des Fleisches von der Sumpfratte. Körper ab. So. Heulen in einen Brick. So. Wo ist das andere Viech? Da. Drüben, ja genau. So. Hier die Beine aus und die Pfote. Ansatz. Keule vom Tier. Hoch vom Tier und stück die Keulen in seinen Beutel. Zack, zack, slash clear. Und dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Wir sehen uns nächste Folge, meine Freunde. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao, tschüss. Wo ist denn der Knopf? Varos, hier ist der Knopf. Bis zur nächsten Folge.